In diesem Video geht es um die Wirbelstrombremse und das wollen wir uns mal hier am Experiment des Wallenhoffenschen Pendels angucken. Und dazu mal der Versuchsroboter dargestellt und wir haben jetzt hier ein leitendes Plättchen, das jetzt als Pendel durch ein Magnetfeld schwingt. Und wir können uns vorstellen, jetzt ohne Magnetfeld würde das Pendel einfach hin und her schwingen. Und jetzt die Frage, was passiert jetzt eben, wenn wir doch ein Magnetfeld haben? Und ihr könnt mir erstmal selbst überlegen, das Pendel wird jetzt gebremst werden. Und das sieht auch mal hier im Video dargestellt. Ihr seht jetzt hier die Bremswirkung des Pendels. Und jetzt natürlich die Frage, warum ist das so? Und das ist jetzt genau das Thema Induktion und Lenzsche Regel. Und zwar können wir uns jetzt vorstellen, dass wenn wir jetzt eben hier ein Magnetfeld haben, jetzt mal auch dargestellt hier Magnetfeld in die Taftebene. Das heißt, stellt euch mal vor, wir haben jetzt hier ein Südpol und hier ein Nordpol. Dann haben wir von Nordpol zu Südpol hier ein Magnetfeld. Und dann lassen wir jetzt eben hier so ein Pendel jetzt hier reinschwingen. Dann könnt ihr euch vorstellen, dass jetzt eine Induktionsspannung entsteht, weil das ist genau das Thema Leiter, bewegter Leiter in einem Magnetfeld. Vielleicht kennt ihr auch noch andere Versuche, Leiterschleife in Magnetfeld reinbewegen oder Leiter in Magnetfeld reinbewegen. Wir haben dann immer eine Induktionsspannung, die dann entsteht. Und dabei gibt es dann auch immer eine Lorentzkraft auf Elektronen. Und zwar können wir uns vorstellen, das Plättchen besteht jetzt aus Elektronen, aus gebundenen Elektronen. Und dann bewegte Elektronen in einem Magnetfeld gibt es immer eine Lorentzkraft. Das heißt, hier nach der linken Handregel können wir sehen, Daumen zeigt jetzt in Richtung der Elektronen. Wir bewegen hier das Plättchen hier in die Richtung. Also zeigt der Daumen nach rechts. Elektron bewegt sich nach rechts. Dann zeigt er in Magnetfeldrichtung. Dann hier als Beispiel in die Tafelende. Und dann zeigt er den Mittelfinger immer in Richtung der Lorentzkraft. Bedeutet, auf diese Elektron hier wirkt eine Lorentzkraft nach unten. Und dann, wir bewegen ja hier das Plättchen, Lorentzkraft nach unten. Insgesamt führt das dazu, dass dann die Elektronen so eine Kreisbewegung durchführen, also wird nach unten abgelenkt und dann kommen wir neue Elektronen nach. Wir haben hier eine Kreisbewegung der Elektronen und dann ist das ja auch jetzt nichts anderes als Stromfluss, denn hier das Plättchen ist ein Leiter und dann bewegte Elektronen in einem Leiter ist Stromfluss. Und dann überlegen wir nochmal, Stromfluss führt ja immer dazu, dass ein Stromleiter ein eigenes Magnetfeld erzeugt. Das kennt ihr zum Beispiel bei normalen Leitern, seht ihr hier dargestellt, nach der rechten Faustregel, Stromleiter, wir haben Magnetfeldlinien. Oder ihr seht es immer auch im Ringleiter dargestellt, auch hier immer das gleiche Prinzip, Stromleiter, Stromfluss führt zu einem eigenen Magnetfeld. Das heißt, hier in diesem Plättchen haben wir dann auch ein Magnetfeld, ein eigenes Magnetfeld entsteht. Und dann jetzt das Stichwort Lenzsche Regel, dieses Magnetfeld, das jetzt hier resultiert, das wirkt jetzt diesem Magnetfeld entgegen. Und dann führt das dazu, dass wir dann hier diese Abbremsbewegung haben. Und das ist jetzt hier bei diesem Versuch ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen, dass jetzt das erzeugende Magnetfeld dem Magnetfeld hier entgegengesetzt ist. Jetzt mal, um das ein bisschen besser zu verstehen, mal einen ähnlichen Versuch zur Lenzregel. Und zwar seht ihr mal hier, bewegter Magnet in einen Ringleiter. Das ist jetzt Thomsonscher Ringversuch. Und auch da war es so, dass wir jetzt durch den bewegten Magnet im Ringleiter eine Magnetveränderung haben. Wir haben eine Induktionsspannung. Und dann Induktionsspannung in einem Ringleiter führt zu einem Induktionsstrom und dann auch hier wieder Strom führt zu einem Magnetfeld. Deswegen seht ihr mal beim Ringleiter auch das Prinzip, es entsteht ein eigenes Magnetfeld, das dann nach der Lenzschen Regel dem erzeugenden Magnetfeld durch den Startmagnet entgegenwirkt. Und dann seht ihr jetzt hier die Abbildung, dass dann das Magnetfeld dort jetzt so entgegengesetzt ist, dass jetzt Nord- und Nordpol sich gegenüberstehen. Und dann ist das Prinzip Nordpol, Nordpol, gleichnamige Pole stoßen sie ab. Wir haben also eine Abstoßkraft, sodass dann der Ringleiter nach rechts ausgelenkt wird. Das wäre hier der Fall. Nur hier haben wir eine bisschen andere Anordnung. Nur, dass ihr vielleicht mal so euch ein bisschen vorstellen könnt, dass hier wir quasi jetzt hier dann ein Magnetfeld entstehen haben, das auch hier das Feldlinien erzeugt. Jetzt ist es schwierig, den Feldlinienverlauf darzustellen. Auf jeden Fall sieht das dann so aus. Ihr könnt es euch vielleicht mal so ein bisschen vereinfacht vorstellen, dass wenn jetzt hier das Pendel hier hinschwingt, dass wir dann quasi hier Nordpol haben und der Nordpol und der Südpol, wir haben eine Art Südpol hier im Bereich vorliegen, dass Nordpol und Südpol sich anziehen und Nordpol und Nordpol sich abstoßen. Das heißt, das Pendel schwingt rein. Wir haben irgendwo hier Nordpol und dann die anziehende Wirkung zurück. Das heißt, wir haben dann das Pendel wird gebremst, wird beim Aufschwung gehindert
und ja, wird dann halt wieder zurückgelenkt. Man kann sich auch logisch vorstellen, würde das erzeugte Magnetfeld jetzt anders entgegengesetzt sein, dass dann die Pole nicht dann gegenüberstehen, dann würde das ja die andere Möglichkeit wäre, dass das Pendel dann aufschwingen würde und dann hätten wir ein unendliches immer hoch und hochschwingen. Und das wäre ein Perpetuum mobile, deswegen das Magnetfeld muss so entgegengesetzt sein, dass wir dann halt eine Bremsschwingung haben. Dann jetzt noch ein typisches Experiment. Wir haben jetzt mal hier nicht dieses Pendel, sondern wir haben jetzt Sägezähne hier drin. Und dann die Frage, was passiert jetzt? Ihr seht im Versuch dargestellt, dass wir dann jetzt hier kaum Bremsschwingung haben. Warum ist das so? Wenn wir uns mal hier dieses Pendel darstellen mit diesen Sägezähnen, dann können wir uns vorstellen, dass jetzt eben hier keine kaum Kreisströme dann auftreten können. Die Elektronen können ja jetzt hier nicht hier drüber fließen. Wir haben dann keinen Stromfluss und dann kein Stromfluss bedeutet kein oder kaum eigenes Magnetfeld, das erzeugt wird und dann dementsprechend auch kaum Bremswirkung dann hier. Das noch eine Sache dazu und dann verlinke ich noch hier meinen Chemiekanal und noch meinen Abitur-Vorbereitungskurs, je nachdem wann ihr das Video guckt, mit ganz vielen Abi-Aufgaben, die ich vorrechne. Und das war's dann damit zu diesem Video.